Test the Max. Test the Max, heute am Start in Barcelona. Und wir sagen Olé zu einer coolen Kiste. Sieht aus wie ein Stadt-Indianer, heißt wie ein iranischer Wüstenkrieger und soll den Golf jagen. Die Antwort, ganz klar, kann nur Qashqai heißen. Qashqai ist der neue Crossover von Nissan. Eine Art Mischung aus Kompaktwagen und SUV. Und er soll den Golf so richtig das Fürchten beibringen. Wer weiß, vielleicht heißen die Söhne der Generation Golf eines Tages ja Generation Qashqai. Hipper als Golf klingt's allemal. Der Qashqai ist der Nachfolger des Almera. Und der Almera war ja so ein typischer Japan-Golf. Aber bei Nissan ist man natürlich irgendwann drauf gekommen, wenn hinten nicht Golf, Astra oder Focus draufsteht, dann verkauft man in dieser Liga die Autos nicht so doll. Und nachdem der Trend immer mehr zum SUV geht, hat man einfach so eine Art Crossover gemacht, nach dem Motto ein bisschen Golf, bisschen Touareg. Rausgekommen ist der Qashqai und ich finde, der kann sich absolut sehen lassen. Also ich glaube, wenn man mit dem Qashqai beim ersten Date vorfährt, macht man da mehr Eindruck mit, als wenn man mit einem spießigen Golf ankommt, oder Sabine? Ich meine, dieses Auto sieht einfach wesentlich mehr nach Mann und Abenteuer aus. Also stämmig steht er da, unser Wüstenkrieger. Zum einen fällt natürlich vorne auf die starken Konturen in der Haube, dann diese sehr muskulösen Kotflügel und dann dieses Heck, das aussieht wie der kleine Bruder vom Murano. Als echter Wüstenkrieger kommt der Qashqai natürlich auch auf Wunsch auf allen Vieren daher. Sprich, es gibt ihn auch mit Allradantrieb. Meiner Meinung nach braucht man den nicht, nur wenn man irgendwie in den Bergen oder viel im Schnee unterwegs ist. Die Preise beginnen bei 19.500 Euro und gehen je nach Ausstattung hoch auf 30.000 Euro. Den günstigsten Allrad gibt es schon für 22.500. Ich glaube, das ist ein Wort. So, jetzt fahren wir raus aus Barcelona, bisschen Autobahn und dann ab in die Berge. Auf der Autobahn lässt sich ganz entspannt cruisen mit dem Qashqai. Ich würde mal sagen, so 150, 160 dürften hier eine angenehme Reisegeschwindigkeit sein. Topspeed liegt bei ein bisschen mehr als 190, in 10,1 geht es auf 100. Mehr bringt dieser 140 PS Motor nicht, aber das reicht ja auch. Natürlich, wenn da die Kiddies drin sind, das Gepäck, verlangsamen sich die Werte ein bisschen, nicht so schlimm. Also entspanntes Fahren ist hier angesagt und dafür ist er wahrscheinlich auch gedacht. Wir sind jetzt ein bisschen in die Berge, oberhalb von Barcelona gefahren. Kurvenreiche Bergstrecken, wie man es kennt, wie man es liebt in Spanien. Sollte man natürlich Piano annehmen. Aber wir müssen ja den Qashqai mal ein bisschen auf Herz und Nieren testen. Und ich muss sagen, Respekt. Ich hätte nicht gedacht, dass er so leichtgängig hier um die Kurven fliegt, wie ein kleiner Affe fast. Tobt er hier durch die geschlängelten Bergstraßen. Das macht richtig Spaß. Man darf ihn nicht vergessen, das ist kein Sportwagen. Ja? Es ist auch kein Golf GTI oder sowas, sondern eine Art Crossover. Ein halber SUV. Aber in den Kurven, Respekt, da haben die Jungs in Japan ganze Arbeit geleistet. Oder vielleicht doch besser in Frankreich, weil der hat schon die neue Basis vom neuen Renault Megane, der dann irgendwie 2008 kommt. Aber auf das Auto kann man sich auch freuen, wenn der so gut liegt wie der Qashqai. Wie gesagt, er zerrt dann mal vielleicht ein bisschen an der Vorderachse. Aber ansonsten ist er sehr, sehr neutral zu beherrschen. Da kommt man ganz selten mal in den Grenzbereich. Da muss man sich schon richtig wild anstellen. Also wer hätte das gedacht, dass man so viel Spaß hat, wenn man den Wüstenkrieger hier durch die Berge jagt. Da kommt richtig Laune auf. A la Bonheur für ein Auto in dieser Klasse macht das sehr, sehr viel Spaß. Also ein bisschen geländegängig ist er ja doch. Was nehmen wir mit auf die Reise? A, Barcelona ist eine geile Stadt. Sabine würde am liebsten hier bleiben. Ich weiß es doch. B, der Nissan Qashqai ist einfach eine coole Kiste und man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass der Qashqai zur Cashcow wird. Sieht nicht nur gut aus, sondern fährt sich auch klasse. Ist wirklich eine gelungene Abwechslung zum Einheitsbrei in der Golfliga. Ich bin begeistert von dem Auto. Allerdings bei Test the Max fängt der Spaß erst bei 200 PS aufwärts an. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein Jahr warten, bis hier eine stärkere Maschine kommt. Deswegen ist er noch nicht unbedingt absolut the Max. Auf alle Fälle sage ich trotzdem Ja zum Qashqai. Test the Max.